Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Mass Effect. Wir sind hier im Tikun-System fertig. Wir lassen jetzt die Quarianer und die Geth hinter uns und wenden uns einem neuen Krisenherd zu. Aber noch nicht jetzt gleich, denn als erstes warten wieder ein paar neue Systeme der Milchstraße darauf, von uns untersucht zu werden. Und auf jeden Fall haben wir ja noch eine Operation, die wir während unseres Rückflugs zur Citadel auf jeden Fall noch in Angriff nehmen werden, nämlich das N7-Treibstoffdepot. So, Außenzone, Hades Nexus, Inbar-Cluster, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie war das denn jetzt? Wir haben ja jetzt hier einige Sachen. Ich bin gerade so ein bisschen am Gucken. Da steht ja jetzt bei ganz vielen Sachen keine Prozentzahl dahinter. Ich war gerade am Gucken. Also es war nicht so, dass die Systeme vorher schon 0% angezeigt haben, sondern die Prozentzahl erscheint tatsächlich erst, wenn wir da Prozent erledigt haben. Ja, das heißt, ich kann auch nicht einfach so jetzt von hier aus schon sagen, da brauchen wir nicht hin, da brauchen wir nicht hin, sondern wir müssen einfach mal alle Systeme anfliegen, neben denen noch nicht 100% steht. Einfach mal gucken, was da los ist. Ja, ich habe nach wie vor kein Internet, das heißt, ich kann zumindest schon mal nicht im Voraus gucken, dass wir irgendwie, ach, hier ist Haystrom, okay. Ich glaube, hier waren wir auch schon, ne? Da unten in Ma'at waren wir. Dann können wir von hier, von der Außenzone wieder abhauen. Das ist immer blöd, wenn man nicht weiß, wie viel man wo zu suchen hat, ne? Wir steuern einfach mal den Kelsten Drift an. Gefährlich wird es erst, wenn die Reaper uns Stress machen. Signal bestätigt. So, hier haben wir auf Kelsten auf jeden Fall schon mal irgendein Signal. Das ist schon mal gut. Weil ich dann eine ungefähre Vorstellung habe, wie viel ich hier noch suchen muss, ne? Suche erfolglos. Keine aktive Energiequelle oder Spuren einer Besiedlung. Es ist unwahrscheinlich, dass Dr. Garneau hier ist. Setzen Sie die Suche fort. Garneau befindet sich nicht in diesem System. Hä? Wer zur Hölle ist Garneau? Muss ich den kennen? Okay, wenn wir jetzt eh schon mal die Reaper angelockt haben, dann kann ich das System jetzt auch spammen mit Scans. Einfach nur, um hier alles zu finden, was es halt noch zu finden gibt, ne? Das war ja so eine Standardstrategie. Ich hatte nur gehofft, ich könnte ein bisschen Kunstdiamanten-Kühlkörper, cool. Ich hatte nur gehofft, ich könnte ein bisschen Ausweichen erfolgreich. Hui. So, kann ich da jetzt direkt wieder rein? Oh, die werden aber ganz schön schnell. ULG-Sprung erfolgreich. Ich suche die ganze Zeit rum. Ich habe gerade gesehen, das ist ja da hinten schon. Ich bin tot. Ausweichen erfolgreich. Heidewitzka. Also echt Heidewitzka. Ich versuch's trotzdem nochmal. Ein Wrack. Treibstoff, okay. Uah. Reaper umgangen. Alter Falter, wie zur Hölle habe ich das eben noch geschafft?
Aber der Kelsenrift ist abgeschlossen und wir haben unsere Treibstoffdepots wieder voll. So, was haben wir jetzt? Da ist der Hades-Nexus und der Ninma-Cluster. Den Hades-Nexus, der sagt mir was. Ich glaube, den hatten wir in Mass Effect 1 schon mal. Deswegen fliegen wir mal als erstes nach Ninma. Ja, das mit den Reaper-Verfolgungen, das wird jetzt, je weiter das Spiel voranschreitet, desto schlimmer wird das werden hier. Ist ganz klar. Waren wir hier schon? Okay, ich ziehe auf jeden Fall wieder Reaper-Aufmerksamkeit auf mich. Na, fliegen wir, glaube ich, einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier schon waren. Das ist das Blöde, wenn das schon so lange her ist, dass ich das alles gemacht habe. Hier scheinen auf jeden Fall keine Reaper zu sein. Okay, wir fliegen einfach mal in den Hades-Nexus jetzt. Was soll's? Wir können ja ein bisschen Treibstoff auftanken. Obwohl, nee, jetzt noch nicht. Ich fliege erstmal da hoch. Wird schon ein Treibstoffdepot geben. Ach, ist das schön, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was man wo finden könnte. Und einfach nur auf gute Glück hier irgendwo lang fliegt. Das ist bestimmt auch total super interessant für euch. Hekate Pamyat Hoplos. Ich habe etwas gefunden. Auf Asteria haben wir auf jeden Fall schon mal was. Haben wir ein Signal. Und zwar finden wir hier die Allianzfregatte Hongkong. Keine Ahnung, wie die da hingekommen ist, aber ja. So, das war aber erst die Hälfte. Da. Bestimmt ein Treibstoffdepot. Jo, ist es auch. ULG-Sprung erfolgreich. So, ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal hier einmal gegen den Uhrzeigersinn rum. Gegen den Uhrzeigersinn? Im Uhrzeigersinn. Gegen den. Nee, gegen den Uhrzeiger. Oh, ich bin schon völlig durch. Ich sag nichts mehr. Signal bestätigt. Ich bin dumm. Wir lassen was dabei. Habe ich heute eh schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt, meine Dummheit. Aber privat hat es nichts mit euch zu tun. Hier ist zum Beispiel schon mal der Obelisk von Karsa. Und den Obelisken von Karsa, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber war das nicht eines der Artefakte, das wir für die Elkor besorgen sollten? Was bedeuten würde, dass die Elkor-Heimatwelt hier irgendwo liegt, ja? Jetzt kommen die schon wieder angescheißert hier. Okay, da ganz links. Ausweichen erfolgreich. Wird knapp, aber das schaffen wir. Ich bin zuversichtlich. Reaper Umgang. Ich bin schneller. Okay. Ach, es läuft ja. 57% der Aktivposten hier im Hades-Nexus erst gefunden. Also mir persönlich macht das ja super Spaß hier, dieses Erforschen. Aber ich weiß ja nicht, wie spannend das ist, wenn ihr mir dazuguckt. Ja, ich könnte mich stundenlang mit sowas beschäftigen. Aber ich versuche immer, das für das Let's Play auf eine Folge zu beschränken. Dann können die Leute, die das nicht interessiert, die Folge nämlich überspringen und verpassen nicht zu viel. Und können dann bei den Story- und Action-Sequenzen wieder einsteigen. Und so hat jeder das, was ihn interessiert. Die Allianz-Fregatte Leipzig haben wir gefunden. Es ist natürlich klar, dass wir heute als Codex-Eintrag für das Ende der Folge wieder unsere Kriegsaktivposten machen und all das uns angucken, was wir jetzt hier finden und bergen, ne? Da kommen sie schon wieder angescheißert. So, 100 Einheiten waren hier drin. ULG-Sprung erfolgreich. Der ganze Hades-Nexus ist einfach nur von Reapern verseucht, weil wir die in jedem einzelnen System, in das wir geflogen sind, aufgescheucht haben. Oh, das ist übersichtlich. Wo ist der Planet da unten? Signal bestätigt. Gai Hinnom. Wir starten bei den Scanner. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, was wir wem irgendwie nebenquesttechnisch vorbeibringen sollen. Huh.
eine proteanische Sphäre. Von daher mache ich erst das hier alles und dann fliegen wir die Citadel an, weil wenn wir irgendwo was abgeben müssen von diesen Artefakten, dann ist das natürlich auf der Citadel und dann will ich die Artefakte natürlich vorher alle haben. Und sei es nur aus dem Grund, dass wir das dann alles in einem Rutsch machen können, wahrscheinlich in der nächsten Folge. Lasst mich in Ruhe. Ausweichen erfolgreich. So, da sind wir fertig. Nimmercluster sind wir fertig. Kelston Rift sind wir fertig. Das heißt, diesen Sektor hier, in diesem Quadranten, das ist ja unterteilt, das sieht man ja relativ deutlich, ne? Da sind wir schon mal fertig. Hier gucken wir weiter. ATK Beta 100%. Hades Gamma 100%. Gemini Sigma ist auch 100%, aber Argos Rho. Argos Rho ist noch gar nichts. Pferdekopfnebel ist, glaube ich, die Erde. Arcturus Strom, Exodus, Milan. Okay, also fliegen wir Argos Rho an und dem Pferdekopfnebel. Wir starten mal mit dem Pferdekopfnebel. Ich möchte meinen Verdacht bestätigt sehen. Das ist auch eines der wenigen Systeme ohne direkte Reaper-Aktivität, wo wir keine Warnung vor den Reapern haben. Was bedeutet, dass wir die hier eigentlich nach Herzenslust scannen können. Svarok. Okay. Seht ihr, wir können hier nach Herzenslust scannen, wie wir lustig sind. Man wird hier nur nichts finden. Also können wir auch gleich weiterfliegen und uns Argos Rho mal angucken, weil Argos Rho sagt mir was. Ich meine, in Argos Rho waren wir auch schon mal. Ich müsste nur mal drauf achten, welche Welten hier jetzt liegen. System Hydra. Thea, Medgos, Kandrum. Vamalus, Syber. So, hier decken wir möglichst viele Planeten schon mal ab mit einem Scan. Ich habe etwas gefunden. Auf Kanrum gibt es etwas. Jetzt haben wir natürlich die Reaper schon angelockt und über die Hälfte des Systems konnten wir noch nicht scannen. Das läuft natürlich. Eine haptische Optikmatrix haben wir gefunden. Ist aber schon ein Kriegsaktivposten, kein Artefakt, das wir irgendwem bringen müssen. Und natürlich ist das erst die Hälfte. Boah. Was geht noch? Reaper umgangen. Ich will doch nicht von hier. Erfolgreich. Ich glaube, ich spinne. Das ist wahrscheinlich hier wieder irgendwo ein Treibstoffdepot. Da ist es. Ausweichen erfolgreich. Wo ist die? Natürlich ist es ein Treibstoffdepot. Kein sonderlich ergiebiges, aber... Reaper Umgang. Gorgon, Hydra, Phönix. Das kommt mir doch alles sehr bekannt vor. In diesem System waren wir schon mal. Das heißt, irgendwo hier gibt es eine Welt, die wir schon mal angesteuert haben. Ich weiß nur nicht, in welchem der Systeme. Deswegen fliege ich hier gerade mal alle Planeten ab. Ich möchte das jetzt so ein bisschen zuordnen können. Ich möchte den Kontext dafür haben. Signal bestätigt. Ah, diese scheiß Reaper-Aufmerksamkeit, ey. Aber interessant, dass nicht mal die Reaper wirklich großartig in der Lage sind, die Normandy zu ordnen. Es sei denn, sie sind tatsächlich im gleichen System, ne? Das ist ja der Grund, warum wir uns hier so relativ frei bewegen können und die anderen nicht. Das macht die Normandy ja so wertvoll. Okay, wir hatten in Hydra 2 Posten, wir hatten in Gorgon 1 Posten. Wir haben jetzt 50% von Argos Rho aufgedeckt. Das heißt, dass es im Phoenix-System 3 Posten zu finden geben muss, ne? Sehe ich das richtig? Oh, was ist denn das da oben? Pinnacle Station. Pinnacle Station ist eine sich auf einem Asteroiden befindende turianische Raumstation, die ursprünglich von den Turianern als getarnte Kommandozentrale während der Kroganischen Rebellion eingesetzt wurde. Sie wurde zur militärischen Trainingseinrichtung für alle Elite-Sondereinsatzkommandos des Rates umgerüstet. Der Kampfsimulator der Station ermöglicht es den Teams, unter verschiedenen gefährlichen Bedingungen zu trainieren. Ja,
Pinnacle Station, der eine DLC, das eine Story-Kapitel, das ich euch im Rahmen dieses Let's Plays leider nicht zeigen konnte, weil es der einzige DLC ist, den es nur auf der Xbox gibt und nicht in der PlayStation-Version des Spiels. Weil sie beim Port auf die PlayStation irgendwie, der Code ist defekt oder korrumpiert oder irgendwas war damit. Auf jeden Fall konnten sie den nicht so einfach umsetzen und man verpasst auch nicht wirklich was. Das sind so zwei kleine Story-Einsätze. Im Prinzip ist es eine große Arena, also so ein Simulator, so ein Kampfsimulator, in den man einsteigen kann, in vier verschiedenen Gebieten, oder in vier verschiedenen Kategorien, in verschiedenen Gebieten, so auf Zeit, Gegner töten und ähnliches. Und dann hat man Punkte dafür gekriegt und musste den Highscore erreichen. Und wenn man in allen vier Kategorien den Highscore erreicht hatte, hat man eine Nebenquest erfüllt, hat da kleine Belohnung für gekriegt und hat dann die ultimative Herausforderung gekriegt, so eine ultimative Simulation, wo man 6 Minuten auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gegen ganz, ganz viele feindliche Truppen überleben muss. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man nochmal so ein kleines Apartment gekriegt, wo man hinfliegen konnte, wo man sich Waren hinliefern lassen konnte und sowas. Also es ist nichts wirklich Weltbewegendes, was da verpasst wurde. Aber es ist halt trotzdem schade, dass ich es nicht zeigen konnte. Ich hätte es gern gezeigt. Ich habe etwas gefunden. Ich hätte es wirklich gern gezeigt. Aber es hat halt nicht sollen sein. Ich meine, ich hätte meine... ich habe Mass Effect ja auch für die Xbox nochmal. Hätte ich rauskramen müssen, hätte ich bis zu dem Punkt spielen müssen und dann hätte ich euch das zeigen können. Nur das hätte natürlich dann trotzdem keinerlei Einfluss, ein turianisches Spezialeinsatzteam, keinerlei Einfluss auf den Rest des Let's Plays gehabt. Daher dann die Frage natürlich, inwieweit sich das wirklich lohnt. Da seid ihr ja schon. Okay, der Planet, ui! ULG-Sprung erfolgreich. Hätte jetzt gedacht, dass hier in der Nähe von Pinnacle noch irgendwas ist. Ausweichen erfolgreich. Na gut, dann holen wir uns erstmal hier auf Intai Sai. Den Eintrag, was auch immer hier ist, den Aktivposten. Und dann werden wir nochmal sehen, dass wir den letzten hier noch irgendwo im System finden. Denn ich bin, was sowas angeht, Komplettionist. Das wissen alle, die mich schon mal... Ein fossiler Kakliosaurier, den will der Salarianer haben, um daraus kroganische Mounts zu züchten. So, aber trotzdem, hier muss doch irgendwo noch irgendwas sein. Oh, da sind sie aber wieder ganz schön schnell geworden. ULG-Sprung erfolgreich. Bin ich ganz blöd da. Treibstoffdepot, ja, ich hab's ja schon fast gedacht. Aber dann haben wir wenigstens unsere Treibstoffreserven wieder aufgebaut. Gibt's eigentlich ein Achievement, wenn wir sämtliche Kriegsaktivkosten und alles gefunden haben hier? Überall hingewiesen sind, alles auf 100% haben? Bestimmt gibt es dafür irgendwas. Aber noch sind wir ja lange nicht fertig. Ach, scheiße, Hydra ist ja auch aktiv. Hatte ich ganz vergessen. Reaper Umgang. Okay, aber dann sind wir ja hier schon wieder fertig, ne? So, nächster Abschnitt. Anos Becken, Serpentnebel. Ne, Serpentnebel ist da oben. Das ist die kroganische demilitarisierte Zone. Die ist aber zu 100% aufgeklärt. Es ist hier also nur das Anos Becken. Und auch beim Anos Becken, das habe ich jetzt schon so oft gelesen, den Namen. Ich denke, da waren wir schon mal. Ich weiß es halt nur nicht mehr mit 100%iger Sicherheit, deswegen fliegen wir nochmal hin. Ja, ja, das sieht aus, als ob wir hier schon mal waren. Ich meine, wir können ja auch nirgendwo was anderes anfliegen. Es gibt auch keine Reaper-Aktivität. Was macht das Anos-Becken so? Besonders Surkesh. Ah ja, genau. Die Heimatwelt der Salarianer ist hier. Und nach wie vor von den Reapern verschont. Das ist ungewöhnlich. So, hier, der Serpentnebel ist natürlich die Citadel. Da haben wir unsere nächsten Quests. In den Silian-Nebel fliegen wir als letztes, weil da ist dann die Quest, die ich als nächstes in Angriff nehmen will. Isma-Grenze, Würgeschlund-Valhalla-Grenze,
Sigurds Wiege und da oben, das hatten wir ja schon, dann haben wir es ja. Ja, dann sind wir ja wirklich durch. Na gut, dann werden wir den Silja-Nebel jetzt noch erforschen. So zum Abschluss der Folge. In der nächsten Folge starten wir dann die Treibstoffdepot-Quest. Und im Großen und Ganzen entwickelt sich dieses Let's Play, also zumindest die aktuellen Folgen, entwickeln sich mehr oder weniger so, wie ich das geplant habe. Weil wir sind jetzt ganz kurz vor Folge 300 und ich weiß schon, was ich mit Folge 300 machen will. Und es kommt im Moment eigentlich ganz gut hin. Läuft im Großen und Ganzen so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Ja, wir werden wahrscheinlich unseren Aufenthalt auf der Citadel ein bisschen aufsplitten müssen. Wir werden das wahrscheinlich nicht alles in einem, ich sag mal, Schub schaffen. Die Asari betrieben früher gewaltige Sonnenkollektoren rund in den blau-weißen Stern Loropi. Aha. Signal bestätigt. Ach, ich wollte gerade schon sagen, keine Reaper-Aufmerksamkeit? Was ist hier los? Aber natürlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es der kleine Stern da oben ist. Das war so klar. ULG-Sprung erfolgreich. Das war so klar. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den mit abdecke mit dem Scan, aber dem war ja dann doch nicht so. Blöd gelaufen. Ja, das ist wieder eine super spannende und interessante Folge, ich weiß. Vor allem, wenn wir dann gleich hier die Kriegsaktivposten noch durchgehen. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich will das halt nicht offscreen machen, weil es doch teilweise nur spannend ist. Und vor allem für die Komplizionisten unter euch, die hier vielleicht selber mitspielen, ist es vielleicht auch ganz interessant, nochmal hier im Video zu sehen, wo man jetzt was finden kann, damit ihr nicht solche Probleme kriegt mit dem Ganzen wie ich hier, dass ihr ständig den Hupern ausweichen müsst. Ich übertreib's aber auch, ne? Also ich könnte das Scan ja auch aufteilen, weil nach jeder Mission wird die Reaper-Aufmerksamkeit ja resettet. Das heißt, ich bräuchte mir gar nicht so einen Stress machen, wie ich es hier teilweise mache. Aber ich will halt. Ich will das jetzt in einem Rutsch erledigt haben. Das war doch ein gutes Gespür, oder? Ich wusste nicht, dass das da ist. Wie gesagt, ich habe kein Internet, ich kann solche Sachen im Moment nicht nachgucken. Ich wusste wirklich nicht, dass das da ist. Reaper umgangen. Oh, sind ja noch zwei Systeme. So, hier können wir erstmal möglichst viele Welten abdecken mit einem Signal Scan. Bestätigt. Und da haben wir gleich zwei Sachen. Oltan, der Mond von Dekuna. Das ist die Heimatwelt der Elkor, oder? Dekuna, meine ich. Wenn das hier der Mond von Dekuna ist, dann sind wir jetzt im Orbit der Elkor-Heimatwelt. Zumindest, wenn ich mich recht erinnere. Ja, die Elkor-Flottille, die versteckt sich auf dem Mond. Geil. Oh, wir haben hier noch... Wir müssen einen Aktivposten, müssen wir hier auf jeden Fall noch suchen. Ist bestimmt wieder ein Treibstoffdepot. Ich meine, warum sollte die Heimatwelt der Elkor kein Treibstoffdepot haben? Das wird schon eins sein. Aber hier müsste es wieder ein Artefakt geben, das wir für eine der Quests brauchen. Der Kodex der Ahnen, genau. So schaut das aus. So, wo ist jetzt... Da ist es. Dass die immer diese Treibstoffdepots kaputt machen müssen, diese blöden Reaper. Was haben die davon? Tut das Not? Sprung erfolgreich. Und jetzt ganz nach Teolia da hinten. Auf Feier. Aber dann haben wir wirklich unsere Untersuchungen hier auf der Galaxiekarte schon wieder abgeschlossen. Ich habe etwas gefunden. Können uns dann natürlich ab der nächsten Folge auch wieder anderen Sachen zuwenden. Es gehört zum Spiel dazu, ich will es mit reinnehmen. Vor allem kommt es jetzt auf ein, zwei Folgen, wo wir sowas machen, auch nicht mehr an, bei fast 300 Folgen Let's Play hier schon. Das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Hier sind die Ringe von Alun, die wollte auch irgendjemand haben. Wahrscheinlich irgendeine Asari. Und ich habe mich schon gefreut, dass wir hier zwei Aktivposten auf einmal gefunden haben, aber einer fehlt trotzdem noch in diesem System. Den wir jetzt gleich nochmal suchen müssen. Credits, 10.000. Oh, läuft. Sei schnisch nein. Hier ist es so leer, oder? Haha.
doch gesagt, es gibt hier noch ein Treibstoffdepot. Irgendwie muss man ja auch wieder zurückkommen, ne? Ausweichen erfolgreich. Und zwar, ich weiß gar nicht genau, welches System wir müssen, aber das müsste ja dran stehen. Da, Kypladon. Kypladon ist unser Ziel, denn dort liegt das Massenportal und damit auch die... Es muss hier irgendwas zu erforschen geben. Signal bestätigt. Ich habe gerade gesehen, wir haben ja alle anderen Systeme hatten wir zu 100%, aber den Cluster als Ganzes, der stand noch auf 90%. Da muss, also irgendwo muss ja irgendwas sein noch. Gut, dass wir den hier nicht verpasst haben. Dr. Jelize, wer auch immer das ist. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal nachgucken, wer das ist. Denn das war Mass Effect für heute. Was wir jetzt machen, ist uns die soeben freigeschalteten Kriegsaktivposten noch alle angucken. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, was genau denn da mit unserem Treibstoffdepot schiefgelaufen ist. Für die Leute von euch, die sich für die Kriegsaktivposten nicht interessieren, sag ich schon mal danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Mass Effect. Für alle anderen gibt es jetzt gleich noch eine kleine Lektüre. Ich muss nur kurz hinlaufen. So, und los geht's. Die Elcor-Flottille. Die Elcor-Flottille verfügt zwar über einige Kreuzer, aber ihre eigentliche Stärke ist der Truppentransport. Aufgrund ihres Körperbaus tragen Elcor schultermontierte schwere Waffen, bei denen Nachladen, Zielen und Munitionsauswahl von VI-Systemen übernommen wird. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn ein Trupp von Elcor-Soldaten Raketenwerfer, Maschinengewehre und andere einschüchternde Waffen auf dem Rücken trägt, als würden sie überhaupt nichts wiegen. Erste Flotte der Allianz. Die SSV Leipzig war die erste Allianzfregatte, die Feldversuche mit der Tannix-Kanone durchgeführt hat, einer kleineren Version der Reaper-Waffe, die nach der Schlacht um die Citadel entwickelt wurde. Die Kapitänin der Leipzig war von den Ergebnissen so angetan, dass sie die uneingeschränkte Empfehlung aussprach, so bald wie möglich mit der Massenproduktion der Waffe zu beginnen. Die Agincourt, die haben wir ja diesmal nicht gefunden, ne? Ich meine nicht. 5. Flotte der Allianz. Die ursprüngliche SSV Hongkong wurde bei der Schlacht um die Citadel zerstört, als ihre Kapitänin damit einen Schuss abfing, der einem Schlachtschiff gegolten hatte. Die Überreste wurden später eingeschmolzen und in das Material einer neuen Fregatte integriert, die quasi ihre Nachfolge angetreten hat. Was haben wir noch? Kunstdiamanten-Kühlkörper. Künstliche Diamanten sind ein Schlüsselbestandteil von Kühlkörpern in Militärqualität, die in der Computertechnik sowie für Hochleistungsthermomagazine und Raumschiffwaffen verwendet werden. Wenn sie tonnenweise aus den Anlagen auf Brees beschafft werden könnten, würde dies sowohl den Bodentruppen als auch den Streitkräften im All helfen. Asari. Dr. Jelize. Dr. Jelize, die Asari-Wissenschaftlerin von der Forschungsstation im Silean-Nebel, hat an einem Artikel gearbeitet, der die Ansicht vertritt, dass Nanoschaltkreise komplexe Verhaltensprobleme bei kommerziellen VIs lösen können. Ihr theoretischer Ansatz scheint durch die Pläne des Tigels gestützt zu werden. Sie leitet jetzt die Abteilung, die die Platinen der Waffe baut. Und die Amali-Scharfschützeneinheit. Die Amali-Scharfschützeneinheit ist ein Elite-Team der Asari, das den Kampf auf große Distanzen bevorzugt. Einige Mitglieder haben kybernetische Implantate, die ihnen mehr Stärke verleihen, sodass sie schwerere Waffen wie das 39 Kilogramm wiegende Antimateriegewehr M98 Widow abfeuern können, ohne an Präzision einzubüßen. Das kann Shepard auch ganz ohne kybernetische Implantate. Die Saris-Wache. Die Saris-Wache hatte den Auftrag, Söldner des Blood Packs daran zu hindern, weitere Kolonien in den Terminus-Systemen zu versklaven.
Nach einer Raumschlacht stürzten die Soldatinnen und die Söldner ab. Ohne Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Tessia setzten die überlebenden Asari den Kampf gegen die Reste des Bloodpacks fort und zwangen die frustrierten Sklavenhalter mit Fallen, Überfällen und nächtlichen Angriffen langsam in die Knie. Nach 9 Tagen und mehr als 100 Toten kapitulierte das Bloodpack schließlich. Die Söldner waren sehr erstaunt, dass sie es lediglich mit 5 Asari-Elite-Soldatinnen zu tun gehabt hatten. Obwohl die Mitglieder der Wache ihre Heldentat herunterspielten, wurden sie trotzdem bei ihrer Rückkehr nach Tessia sofort zu Berühmtheiten. Der Tigel. Verbesserte Energierelais. Die verbesserten Energierelais bestehen aus 15 Kilometern isolierten Drähten, die mit Schaltkästen verbunden sind, die den Energiefluss regeln. Die Installation der Relais im Tigel verhindert katastrophale Energieausfälle durch Systemüberlastung. Haptische Optikmatrix. Die haptische Optikmatrix ist ein experimentelles Computer-Interface. Durch kortikale Implantate können Benutzer Bildschirme sehen, die vor sie projiziert werden. Die Augenbewegungen des Benutzers werden registriert und beim Durchgehen von Daten mit Bewegungen der Hand synchronisiert. Das ist zunächst ungewohnt, aber Benutzer der Optikmatrix berichten nach der Eingewöhnung von gesteigerter Effizienz. Die Technologie wurde von mehreren Dutzend Technikern für die Anwendung beim Tigel angepasst. Geth. Commander Shepards Interview mit Diana Allas über die Geth betonte deren Wert als starke militärische Verbündete. Der Rat schickte daraufhin zögernd seltene Materialien zur Aufrüstung von Bodeneinheiten an die Geth. Und Turianer. Was haben wir denn hier? Ein turianisches Spezialeinsatzteam, genau, da war ja was. Guard Captain Vidines führt ein Sondereinsatzteam an, das beim Krieg auf Tetrus besondere Leistung gezeigt hat, als es Anführer der turianischen Separatisten aufspürte, die gegen die Hierarchie aufbegehrten. Während des Krieges hatten die Separatisten ein Schiff mit ULG mitten in der Hauptstadt von Tetrus einschlagen lassen. Vidinos Einheit bestritt ihre härtesten Kämpfe in der Schwemmlandwildnis, einem unwirtlichen Marschland, dessen Bevölkerung aus tiefstem Herzen mit den Separatisten sympathisierte.